die Alternativbegriffe, die dann noch genannt wurden, da konnte man dann entsprechend noch was hinschreiben, ne? Ist auf Platz 1 Waldläufer. Wandern, Trekking, Natur erleben und genießen oder draußen sein. Das sind auch wirklich so Begriffe, die auch auf YouTube immer häufig auftauchen, die man auch als Kanalname relativ häufig lesen kann, als Username. Trekker XY, Wanderer, was auch immer. Ja, und draußen sein, da gibt es verschiedene, mal mehr, mal weniger große Kanäle, die sich auch das zumindest im Namen drin haben, vorsichtig ausgedrückt. So nach meinem subjektiven Empfinden. Das deckt sich also schon ganz gut mit dem, was ich selber. Ich selber übrigens bei der Frage, ob ich Bushcrafter oder Survivalist oder sonst was bin, also ich komme ja definitiv aus dem Trekking-Bereich und bin über den Trekking-Bereich in die andere Richtung so ein bisschen reingerutscht. Natürlich kombiniert mit meinem Studium und würde mich aber, wenn ich mir jetzt so einen Namen geben sollte, wäre bei mir auch Waldläufer. Ich finde Waldläufer einfach ein super Sammelbegriff für jemanden, der eben an all diesen Komponenten irgendwie interessiert ist. Relativ weit hinten in der Liste der Dinge, die dann noch genannt worden sind, ist dann noch das Prepping. Also das wurde wirklich nur ganz wenig genannt. Das hätte ich eigentlich erwartet, dass da mehr Leute in dem Bereich irgendwie anzutreffen sind. Weshalb ich auch bei der Definitionsfrage, wenn man jetzt die Begriffe Bushcraft, Survival und Prepping vielleicht miteinander in einen Raum schmeißt, weil da ja schon auch gewisse Komponenten identisch sind, ich glaube, der Prepper ist noch am ehesten jemand, der da so ein bisschen abseits einzuordnen ist. Es gibt jetzt auch nicht den Prepper. Also gerade eben, wenn man sich diese Sache mit dem Wald ansieht, da kann man zum Beispiel die Meinung vom Tactical teilen und der Meinung sein, dass das Letzte, was man tun sollte, sein Haus verlassen. Natürlich ist dann diese Waldskills und Überleben in der Natur schon was, was man können muss und entsprechend beherrschen sollte. Aber dass man, solange man noch die Möglichkeit hat, daheim zu bleiben, wo man halt ewig viele Vorräte anlegen kann und so weiter und so fort, sollte man das tun. Die letzte Möglichkeit erst sein sollte, raus in die Wildnis zu rennen. Es gibt aber auch tatsächlich Leute, die sich als Prepper bezeichnen. Und ich sage jetzt nicht, ob das besser oder schlechter ist. Dafür bin ich da zu sehr im Fach, zu wenig im Fach mich auskennend. Die quasi beim ersten Anzeichen von Gefahr ihren Inch, I never come home, Rucksack schnappen und dann sofort in die Wildnis abhauen und quasi nur Outdoor-Prepping betreiben, dass sie sich also nur darauf vorbereiten, bei jeder Gefahr gleich ab in die Wildnis und allen anderen Menschen quasi aus dem Weg gehen, um dann auch Konflikte zu vermeiden und wie auch immer das ablaufen wird. Ich will mich ja selber nicht in dem Bereich Prepping da zu sehr mit Expertise übergießen, die ich da auch nicht unbedingt habe, aber da gibt es ganz viele verschiedene Stilrichtungen. So viel habe ich auf jeden Fall schon mitbekommen. Die jeweiligen Stilrichtungen kloppen sich auch mitunter relativ viel. Das habe ich jetzt beim Bushcraft und beim Survival zum Beispiel noch nicht erlebt, also ganz, nee, habe ich wirklich noch nicht erlebt, dass ein Bushcrafter einen Survivaler scheiße findet und ein Survivaler einen Bushcrafter scheiße findet. Ich glaube, das geht erheblich mehr ineinander über als Prepping. Prepping und Survival wiederum, die kloppen sich gegenseitig so ein bisschen. Wenn man Survival als ich horte nichts an Gegenständen, sondern quasi nur Wissen. Ich trainiere bloß Survival-Fähigkeiten und im Ernstfall kann ich dann in jedem erdenklichen Szenario ohnehin in der Natur einfach so überleben. Im Extremfall. Und den Prepper als jemanden versteht, der die ganzen Scheiß Feuer machen, brauche ich nicht. Ich horte mir 80.000 Streichhölzer und 5 Millionen Feuerzeuge und dann kann ich auch in jedem Fall jederzeit Feuer machen. Also das waren jetzt natürlich absichtlich so ein bisschen übertriebene Extrembeispiele, einfach nur mal für die Begriffsdefinition. Ich finde, diese ganze Begriffsfrage ist unglaublich interessant. Und da herzlichen Dank an den Michael für eben auch deine Versuche, das mal zu definieren. Die Begriffsdefinition, Bushcraft und Survival, das war extrem interessant und da einfach mal super eine andere Meinung eines anderen Wissenschaftlers dazu mal ja, zu hören, der sich da auch mit einer entsprechenden wissenschaftlichen Denkweise mit auseinandergesetzt hat. So. Motivation, Kapitel 3.3. Das ist extrem interessant, wirklich extrem interessant, denn da konnte man quasi angeben, also gefragt war, was einen denn überhaupt antreibt, in den Wald zu gehen, sozusagen. Ne? Genaue Frage steht hier jetzt gerade nicht, das suche ich jetzt auch nicht raus, aber das sollte ja klar sein, ihr könnt das ja alles selber nachlesen. Und auf Platz 1 ist
Naturverbundenheit und Naturinteresse. Und das deckt sich auch wirklich so ziemlich, das taucht immer wieder auf in dieser ganzen Studie. Also so ziemlich alle, die da teilgenommen haben, auch später dann, wie wichtig finden sie Naturverbundenheit und Naturinteresse und so ein Zeug, da gibt es dann sogar Zustimmungswerte von ich glaube, sage und schreibe 95% oder noch mehr, da kommen wir noch dazu, dass das unglaublich wichtig ist. Und das wird wirklich so als der Motivationsfaktor schlechthin empfunden und deutlich weniger wichtig in Sachen Motivation ist so die Survival-Komponente. Da kann man also auch ganz gut sehen, eben anhand der Ergebnisse, dass der Bushcrafter vielleicht, das wäre wichtig für die Definitionsfrage, eher aus Naturverbundenheit, Entspannungsgründen und zum sich wohlfühlen in die Natur geht, während der Survivaler eher das aus Gründen dessen, dass er bestimmte Techniken üben möchte, vorbereitet sein möchte auf eventuelle Krisen, generell einfach aktiver sein möchte, das auch mit einer gewissen sportlicheren Komponente, einer erweiterten sportlichen Komponente sieht, als das viele Bushcrafter eben tun. So der Durchschnittsbushcrafter, habe ich den Eindruck, ist da jetzt nicht so sehr drauf aus, da irgendwelche sportlichen Höchstleistungen zu vollbringen. Und der Survivalist vielleicht schon eher. Aber das ist nur so meine Versuch, das Ganze so ein wenig zu erklären. Und wenn man jetzt die Arbeit weiterliest, das blätter ich jetzt nicht runter, sondern das nehme ich jetzt mal vorne weg, dann deckt sich das halt eben auch wirklich entsprechend mit den Ergebnissen. Die Survivalisten sind eher die, die tendenziell eher hier Vorbereitung, aktiv sein, Krisenvorsorge und aus solchen Gründen quasi ihr Waldhobby betreiben, und die Bushcrafter eben aus Entspannung, Naturgenuss, Stress abbauen, Frau nervt, will raus in den Wald, da ist sie nicht. So ist, das steht da nirgends. Ja, so, und in dem Zusammenhang Motivation sind halt eben dann natürlich nochmal die geschlossenen Fragen interessant. Man unterscheidet im Fragebogen immer zwischen offenen Fragen, wo dann die Antworten auch in irgendeiner Form kategorisiert werden, weil es könnte ja jemand, ähnlich wie auf YouTube, Erster! dann dahin schreiben, obwohl gefragt war, was motiviert sie, in den Wald zu gehen. Erster! Nein, ich will niemanden persönlich angreifen. Keinesfalls. Und ja, das ist, man muss das halt irgendwie so ein bisschen einordnen. Es kann auch jemand einen ganzen Roman hinschreiben und irgendwelche rührenden Geschichten aus seiner Vergangenheit aufzählen, weshalb er unbedingt in den Wald gegangen ist, weil er da mal eine Waldnymphe gefunden, gesehen hat und die jetzt seit 20 Jahren nach dieser Waldnymphe sucht und sie einfach nicht wiederfinden kann und das Leben keinen Sinn mehr für ihn hat oder was auch immer, ne? Man muss das dann so ein bisschen einkategorisieren und deswegen ist es immer auch interessant, da nochmal zusätzlich geschlossene Fragen zu stellen, und das wäre dann halt eben: Stimmen Sie der Aussage XY zu? Ja, nein, ein bisschen, vielleicht, eher nicht. Und dann solche Antwortkategorien vorzugeben. Hier haben wir jetzt natürlich: Stimme ich voll und ganz zu? Stimme ich eher zu? Stimme ich weniger zu? Lehne ich quasi ab? Das sind die vier Möglichkeiten. Und die Frage ist halt eben, grob gesagt: Warum gehst du in den Wald? Um die Natur zu erleben, stimme ich voll und ganz zu 91%. Das ist schon heftig. Das ist wirklich heftig. Und Erholung und Entspannung zu finden, da sind dann auch quasi nahezu alle, ist das zumindest mal eine Komponente, und voll und ganz zustimmen tun dann auch 78%. Also das sind wirklich Werte, die sind enorm hoch, und dass das Ganze auch Spaß machen soll, versteht sich auch von selbst. Also wir haben bei diesen drei Punkten dann jeweils halt wirklich Zustimmungsbereiche jenseits der 95. Das ist schon wirklich ordentlich, ordentlich, ordentlich und deckt sich auch wieder so mit dem Ergebnis der offenen Frage ganz gut. Und da kann man wirklich dann einfach davon ausgehen, bei so hohen Zustimmungswerten, auch wenn wir nur hier so eine grobe Untersuchung in Anführungszeichen haben, bei der doch hohen Zahl an Teilnehmern, das muss man ja nochmal dazu sagen. Die Ergebnisse sind natürlich ein gewisses Maß, schon ein ordentliches Maß an valide, einfach weil so viele Leute da auch teilgenommen haben. Das ist für die Statistik auch ganz wichtig. Ja, und das ist schon wirklich aussagekräftig. Also was uns alle umtreibt, ist eben,
Und jetzt kommt, wozu kann man das jetzt gebrauchen? Das muss ich jetzt auch mal sagen. Wenn uns also jetzt jemand fragt im Wald, warum machen wir denn den ganzen Scheiß und so weiter und so fort, was soll denn das? Wollen wir da Rabaukentum tun oder haben wir da irgendwelche bösen Machenschaften, irgendwelche illegalen Pläne oder sonst irgendwie oder wollen wir uns von der Gesellschaft abkapseln und irgendeine alternative Geheimgesellschaft im Walde gründen, so Robin Hood-mäßig oder irgendwie was auch immer? Das ist alles Käse. Wir machen das und das haben wir jetzt schwarz auf weiß. Weil wir die Natur erleben wollen, entspannen wollen, Spaß haben wollen und das Ganze halt eben alles sehr, sehr, sehr friedlich, habe ich zumindest den Eindruck. Ein Ausgleich zum Alltag ist wichtig, dem Alltag entfliehen, frei fühlen, all solche Sachen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter unten in der Tabelle gucken, was nicht so wichtig ist, interessanterweise, was man ja vielleicht eigentlich denken könnte, wenn man sich mit dem Begriff Survival auseinandersetzt, das ja eigentlich aus dem Militärbereich kommt. Also der Begriff, die Definition ist eigentlich wirklich was, was aus dem Militärischen kommt. Und so kämpfen gegen die Natur eher beschreibt. So würde ich das zumindest interpretieren und definieren. Aber wie gesagt, es gibt halt nichts Offizielles. Aber das ist mein Ansatz. Und diese Komponenten, die klassischen Komponenten des Survivals, die ja auch von Bear Grylls und solchen Trotteln, Entschuldigung, ich mag die halt einfach, die sind mir aber nicht sympathisch, diese Gestalten, präferiert werden. Mag ein netter Kerl sein, aber ich, wie gesagt, ich kann mit dem halt nichts anfangen. Und dieses Wissen und Fertigkeiten wieder aufleben lassen, um halt eben im Krisenfall besser überleben zu können. Das ist da meistens nur noch so ungefähr, guckt mal im unteren Bereich der entsprechenden Darstellung hier nach. Das ist eher nur für die Hälfte, bisschen weniger für die Hälfte oder sonst wie interessant. Also um Familie und Freunde im Notfall beschützen oder anleiten zu können, das ist dann nur noch für insgesamt, ja, ein bisschen weniger als die Hälfte wichtig. Also die, die jetzt hier dran teilgenommen haben, trainieren nicht für den Weltuntergang. Also wenn man jetzt Survival im Sinne von vorbereitet sein auf die Zombie-Apokalypse versteht, dann ist das nicht so sehr das, was die Teilnehmer dieser Umfrage eben da im Sinn haben. Das mag beim einen oder anderen vielleicht auch noch eben mal ein bisschen eine Rolle spielen und man kann es ja auch durchaus irgendwo dazu noch machen und dazu noch ein bisschen verstehen. Also so geht es zumindest mir. Meine persönliche Meinung dazu wäre, das ist einfach nochmal so ein Add-on. Das gibt es quasi gratis dazu, dass man den ganzen, ja, simples Leben im Wald und mit wenig Zeug auskommen und so weiter und so fort quasi trainiert. Natürlich ist das dann auch praktisch, wenn die große Hungersnot und ähnliches ausbricht oder man wirklich mal im Wald leben müsste, weil die Zivilisation zusammengebrochen ist und tatsächlich die Zombies gekommen sind oder was auch immer. Natürlich nicht wirklich die Zombies. Aber ja, dann kann das auf keinen Fall schaden. Das ist ein gratis Zusatz-Add-on sozusagen. Aber nur deswegen, weil man auf sowas vorbereitet sein möchte und davon ausgeht, dass das jeden Moment soweit sein kann, das treibt relativ wenige von uns an, um rauszugehen. Was wir natürlich jetzt nicht feststellen können, ob da nicht vielleicht auch der ein oder andere dabei ist, dessen die hauptsächliche Motivation eben darin besteht und der die Komponente mit dem Naturerleben eher als zusätzliches Add-on, was er quasi gratis dazu bekommt, versteht. Das wäre natürlich auch mal ganz interessant, aber viele können das auf keinen Fall sein, dafür sind die Zahlen dann einfach wieder zu eindeutig. Das wären dann eher Einzelfälle. Dann kommen wir zu der Weg zum Bushcraft oder Survival, wie man halt eben dazu gekommen ist und insbesondere auch vielleicht dazu gekommen ist, diese Begriffe und diese Szene, in der wir uns ja befinden, irgendwie besser kennenzulernen. Und da ist natürlich jetzt für mich sehr interessant, hochinteressant und auch irgendwo eine gewisse Bestätigung meiner Arbeit zu einem gewissen Teil, dass YouTube mit deutlichem Abstand mit 56,2% bei also einer ganzen Ecke mehr als der Hälfte der Leute tatsächlich so der Auslöser gewesen ist, sich mit diesem Krempel auseinanderzusetzen. Und jetzt lese ich natürlich auch Kommentare und kriege entsprechende E-Mails und weiß, dass zum Teil da auch ich ein nicht ganz untätiger Faktor gewesen bin und dass das jetzt auch nochmal wieder durch diese entsprechende Studie hier jetzt bestätigt wird, ist selbstverständlich schön. Ganz oft ist es ja, dass man das auch beim Saki zum Beispiel unter den Videos lesen kann, dass der halt eben der große Motivator gewesen ist. Die großen
YouTube-Kanäle, eben dann der Saki, der Benjamin Klausner, und auch eben vielleicht zum gewissen Anteil, jetzt weiß ich nicht, inwiefern der zum Nachmachen motiviert. Ich denke mir dann immer, oh Gott, das kann ich doch eh nicht. Der Survival Deutschland, Stefan. muss man halt eben entsprechend mal schauen. Das wären jetzt nur so mal ein paar Namen zu nennen. Wen gibt es denn noch Großes? Im deutschsprachigen Bereich waren das, glaube ich, so die Großen. Waldhandwerk ist noch groß. Ja, ist ja auch nicht so wichtig. Also ihr kennt euch da ja selber aus. Ja, also das ist schon wirklich interessant. Andere Hobbys oder Aktivitäten. Klar, dass man quasi über Trekking zum Beispiel dahin gekommen ist oder über Skifahren, dass man dann auch mal Schneeschuh laufen geht und dann mal so wandern und über Wandern, überhaupt generell über Wandern in die Bushcraft- und Survival-Ecke reinrutschen, ist natürlich relativ einfach. Auch Bücher, Fachbücher, Familie, Freunde, Bekannte und so weiter, das spielt alles noch einen gewissen Anteil und ist ja auch irgendwo selbstverständlich. Krass finde ich aber wirklich bei diesen, dass YouTube wirklich als Internet Videoplattform, nicht Facebook oder irgendwie sonst was, sondern wirklich tatsächlich YouTube. Facebook ist auch genannt, aber nur mit 2,7%. Da so eine große Rolle spielt, ist wirklich interessant. Das ist unglaublich spannend für mich, dass sich die Bushcrafterschaft in Anführungszeichen sozusagen über YouTube definiert als Plattform. Wie wichtig das einfach ist für dieses Hobby. Es gibt da natürlich auch einen Haufen Outdoor-Videos, Produzenten in Anführungszeichen, aber dass das wirklich so deutlich ist und so wichtig, das ist überraschend. Das hatte ich nicht erwartet. Interessant ist dann noch, ob es ein auslösendes Ereignis gegeben hat, was einen quasi in die Survival-Bushcraft-Ecke gezerrt hätte. Und da ist die häufigste Antwort Kindheit und Jugend, dass man also auch als entsprechender Jugendlicher dann gerne mal ein bisschen im Wald Hütte gebaut hat und so ein Krempel. Vermute ich jetzt, dass das ein Beispiel wäre. Wäre bei mir auch, müsste ich auf jeden Fall auch dazu sagen, dass ich in dieser Zeit dann auch viel eben entsprechend Waldhütchen gebaut habe mit den Kumpels und so weiter und so fort. Und dann haben mal die Mädels eingeladen und die fanden es furchtbar und sind wieder abgehauen und wir waren traurig. Dabei hatten wir extra eine Damentoilette gebaut. Die Geschichte muss ich irgendwann mal ausführlich erzählen, die ist gut. Ja, wichtig ist aber auch interessanterweise mit einem erstaunlich hohen Stellenwert, was irgendwie dann aber auch wieder ein bisschen ja, vielleicht sind es die Survivalisten, die das angegeben haben. Das müsste man vielleicht jetzt auch nochmal ein bisschen detaillierter auflösen. Wer sagt, Unsicherheit, Krise und Bedrohung beziehungsweise extreme Faktoren sind der ausschlaggebende Faktor, weshalb man mit diesem Zeug angefangen hat, das auslösende Ereignis. Das sind 20%, die das sagen. Sind das dann die eventuell so ungefähr 20%, die eher in den Survival-Bereich gehen? Oder sind das jetzt eher doch auch diejenigen, die dann mehr wegen Entspannung im Wald drin sind? Ich vermute mal schon, dass das so ein bisschen. Es gibt noch 4,5% über Beruf, habe ich interessanterweise nicht angegeben. Spannend finde ich auch, das freut mich ehrlich gesagt auch wieder irgendwo nicht, dass ich jemandem persönliche Einschnitte wünsche, aber dass persönliche Einschnitte 16,1% eben ausmachen, weshalb man dann gedacht hat, jetzt muss man mal mehr in die Natur und so weiter und so fort. Das finde ich irgendwie interessant. Ich weiß nicht, wenn ich mal so richtig scheiße drauf bin und Kacklaune habe und mal wieder eine Ex-Freundin mehr in der Liste, dann ja, da gehe ich auch in den Wald. Irgendwie hilft mir das dann. So, dann wieder eine weitere sehr interessante Grafik zum Einblenden und zwar, wie viele Jahre im Bereich aktiv, seht ihr links oben. Da gibt es teilweise krass hohe Werte. Also krass, krass hohe Werte. Also, johohaha. Gut. Der eine Teilnehmer mit 70 Jahren, der könnte durchaus dann entsprechend 60 Jahre im Bereich aktiv sein. Also, das würde ja sogar richtig Sinn machen. Also,
würde wirklich enorm viel Sinn machen. Aber teilweise ist das wirklich krass, wie viel Erfahrung da einige Leute schon haben. Und das ist vor allen Dingen dann interessant, wenn man jetzt mal rechts im Bild guckt, wie wenig Leute, 2,1%, sich dann nur als Experte bezeichnen. Ist natürlich auch ein gewisses Zeichen von Bescheidenheit. Und ich persönlich, ich sehe mich ja so im Bereich der Mitte. Also bei diesen 42,4%, da würde ich mich auch ganz wohl fühlen. Wenn es in den Bereich Trekking geht, also wenn man wirklich jetzt nicht unbedingt nur, keine Ahnung, Löffel schnitzen am Lagerfeuer, also so die klassischen Bushcraft-Aktivitäten, sondern wirklich das schlichte Trekking, dann auch mit erweiterter, besserer, in Anführungszeichen, Ausrüstung, als man das vielleicht eventuell beim Bushcraften verwendet, aber die Definition fehlt halt eben nach wie vor immer noch. Da würde ich mich dann eher so in den Viererbereich hocken, aber ich würde mich auf keinen Fall irgendwo bei der 5 niederlassen wollen. Häufigkeit der Tätigkeit, das finde ich auch sehr interessant, dass doch viele mehrmals pro Woche gehen, dann wöchentlich, interessanterweise dann nicht mehr so viele und mehrmals pro Monat dann doch immer noch fast 30%. Also monatlich insgesamt, wenn man jetzt mal das Ganze bis monatlich nimmt, dann hat man fast schon so ziemlich alles zusammen und ja, es wird schon relativ oft dann auch betrieben. Ganz interessant ist, was jetzt hier zwar nicht zu sehen ist, aber was ihr im Text nachlesen könnt, ist, wie lange eine durchschnittliche Aktivität, eine bushcrafterische, survivalistische Aktivität so dauert. Und das ist nämlich erstaunlich. Und das hätte ich wirklich niemals gedacht, dass das so lange jeweils ist. 10 Stunden ungefähr. Huiuiuiuiui, da bin ich jetzt ein Ausreißer, weil ich muss sagen, so meine durchschnittlichen Waldbesuche, in denen ich dann bushcrafterisch tätig bin, oh, das ist vielleicht so 3 bis 5 Stunden ungefähr. Teilweise auch kürzer als 3 Stunden, so, sagen wir mal 2 bis 5 Stunden, so irgendwas um den Dreh. Und im Durchschnitt ungefähr vielleicht 3. Bin ich überrascht, dass das dann wirklich, also wenn man Bushcraften geht, dann heißt das gleich von morgens bis abends, beziehungsweise über Nacht. Oder zumindest heißt es das bei vielen. Ganz interessant ist übrigens dann auch wieder, ich weiß, ich sage zu oft interessant in diesem Video, es tut mir leid, aber das ist einfach ein passendes Wort. Ist die Frage Teilnahme an professionellen Bushcraft- oder Survival-Trainings. 87,2% haben das nämlich noch nicht gemacht, wobei es inzwischen schon relativ viele Leute gibt, die eben Survival-Trainer sind. Die schießen in Anführungszeichen schon fast wie Pilze aus dem Boden. Ich will ja niemanden von denen in irgendeiner Form irgendwas vorwerfen, was mich sehr stört bei den Survival-Trainern, die teilweise wie Pilze aus dem Boden schießen. Es gibt da einzelne rühmliche Ausnahmen, die wirklich krass, extrem viel Ahnung haben. Und ich will auch keinem wirklich unterstellen, der gar keine Ahnung. Aber jeder, der irgendwie lustig ist, kann sich Survival-Trainer nennen, in Anführungszeichen. Du kannst dich jetzt in den Wald hocken und sagen, ab sofort bin ich Survival-Trainer, freiberuflich selbstständig, kommt und macht Kurse bei mir. Man muss da in keinster Weise in irgendeiner Form eine Qualifikation nachweisen. Das ist kein Ausbildungsberuf, in Anführungszeichen, und es gibt auch keine staatliche Abschlussprüfung des Survival-Trainers oder sonst wie, weshalb das irgendwie sowas ist, was mir ein gewisser Dorn im Auge ist, diese ganzen professionellen, in Anführungszeichen, Survival-Trainer, die da so in der Welt rumrennen. Das scheint nicht nur mir zu gehen, ist jetzt nur meine spekulative Interpretation des Ganzen, weil wenn 87,2% von uns das noch nicht so wirklich toll fanden und nur, in Anführungszeichen, 16, 8% die Absicht, diesmal zu tun haben, also so ein Survival-Training, das ist jetzt nicht so wirklich viel. 12,8% haben aber bereits ein oder mehrmals ein solches Training unternommen. Sicherlich macht das auch Spaß. Also das Spaß machen würde mir das auch. Andererseits, für meinen Geschmack sind die teilweise arg teuer, diese Dinger. Aber gut, teuer ist relativ. Es gibt andere Freizeitaktivitäten, die noch mehr Geld kosten und weniger Spaß machen. Also, aber ja, muss jeder für sich selber natürlich wissen. Ich habe noch nie an einem entsprechenden Training teilgenommen und habe auch nicht vor, das zu tun. Könnte natürlich auch daran liegen, dass ich auch ganz viel eben ja, Weitergabe per anderem Bushcrafter quasi ergibt. Dass man sagt, man geht zu irgendeinem Bushcrafter-Treffen der Gruppe XY. Es gibt ja teilweise sogar so ein bisschen Gruppierungen. Zum Beispiel München hat ja eine relativ ja, zusammenhängende Bushcrafter-Szene. Da gibt es schon fast so eine Art Verein. Ich weiß nicht, ob ihr ein Verein seid inzwischen. Falls da jemand da zuschaut, kann er das ja mal eventuell in den Kommentaren sich zu äußern.
Ja, über solche Gruppierungen kann man natürlich auch viel lernen von den anderen. So, jetzt ist mein Akku gleich leer, dann muss ich mal jetzt wechseln.